Moin Giorno und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mal wieder eine Fischcandy-Bestellung gemacht und ich kann euch schon sagen, die ist sehr Blade-lastig. Und schauen uns mal an. Das ist jetzt kein Blade, aber das ist meine Rod Sleeve, also meine Schutzhülle für die neue Baitcaster-Route. Und ja, kennt ihr glaube ich alle. Neopren. Und beginnen wir mal. Also, manchmal hat man ja so eine Intuition. Und oder man lässt sich anstecken von Ködern. Ich bin mir sicher, dass dieser Köder hier mir sehr viel Barsch springen wird. Letztes Jahr hatte ich sehr viel mit Chatterbait oder auch Rigs gefangen, also Free Rig und so. Und wenn das nicht gerade ein Softbait war, dann war es der Chatterbait, der mich dann zum Barsch gebracht hat. Und auch wieder so ein bisschen kleiner gestaltet. Hier haben wir auch 3,5 Gramm und nochmal 5 Gramm Gewicht. Und ja, das ist eine 1er Hakengröße, also sehr, sehr flexibel. Wir können kleine Barsche oder große Barsche damit fangen und haben mit dann ein bisschen Frequenz geschaffen. Ich habe zwei verschiedene Farben mir ausgesucht. Diese werden wir gleich nochmal mit dem Trailer verbinden. Ich war an der Köderwand und habe mal geguckt, was ich mir da vorstellen kann als ja, Trailer. Ich bin mal Fan von Pintails bei Chatterbaits. Das ist der Dera Break von Jack All in zwei verschiedenen Farben. Und ja, auch Größen, ne? Hier haben wir 3,5, das ist ein etwas kleinerer Kopf und hier unten haben wir dann die 5 Gramm Gewicht. Gehen wir gleich mal auf den Trailer ein. Und zwar habe ich mir auch hier von OSP den Dolife Stick ausgesucht, hat einen Pintail, finde ich ganz nett. Ich hole mal einen raus. Den habe ich hier allerdings in 3,5 Inch gehabt. Den gibt es auch kleiner in 3 Inch bei Fishcandy. Also ich hatte ich jetzt nicht zur Hand. Deshalb werde ich mir den hier ein bisschen kürzen und dann nehme ich den hier als Trailer für den kleinen Chatterbait. Beziehungsweise für beide sogar. Also farblich finde ich, ist das okay. Vielleicht hätte ich auch noch was Transparentes genommen. Aber ich werde erstmal so starten. Das sind so die anfänglichen Köder, mit denen ich die ersten Barschfänge machen werde, beziehungsweise versuche, welche zu fangen. Und ja, diese Stellung war ein bisschen bladelastig mit den Chatterbaits oder hier von den Nyakis, also Firma Smith, haben wir hier so ein Spinnerbait quasi, aber ein bisschen anders aufgebaut. Wir haben hier 9 Gramm Gewicht und zwar ein aus Japan. Ein Köder mit Einzelhaken und den habe ich mir gekauft, um damit auf Forelle zu gehen. Und gerade die Spellbound Engine eingeweiht hier mit dem Smith-Köder von Fishcandy aus meinem letzten Video und seht euch den tollen Fisch an. Richtig cool. Forelle zu gehen und jetzt hole ich den Köder mal kurz raus und jetzt haben wir ihn einmal in voller Pracht. Relativ natürliches Dekor, ziemlich shiny, unten so rötlich, grün und hier dann das Blade mit einem Einzelhaken und der Einzelhaken hat einen Widerhaken. Okay, sehr schön, es müsste ein 6er, denke ich mal, Forellenhaken sein und ja, da freue ich mich schon, den zu fischen mit meiner neuen Baitcast-Route, denn diese Köder sind natürlich sehr, sehr aerodynamisch und von der Wurf- oder Flugeigenschaft ideal. Ja, dann hatte ich hier noch für meine Baitcaster-Route noch einen Fuji Lure Keeper oder Hook Keeper. Super, also wenn ihr das noch nicht kennt, könnt ihr an jeder Route auch quasi nachrüsten. Super einfach zu machen. Geht ganz fix. Diese Gummiringe sind immer mit dabei in zwei verschiedenen Größen. Und je nachdem, wie dick eure Route ausfällt, können wir dann entscheiden, welchen Ring wir nehmen. Angenommen, ich habe jetzt mal hier so einen Stock. Das ist der Lure Keeper. Den setzt ihr quasi einfach nur darauf und dann müsst ihr auf dieser Seite und dieser Seite den Ring einmal quasi so rumziehen. Auf dieser Seite beginnt ihr. Ist jetzt ein bisschen blöd vor der Kamera das zu machen.
weil ich meinen Arm so weit weghalten muss, deshalb kann ich es nicht richtig sehen. Jetzt werde ich es einmal kurz hier so rumziehen und ja, auf der Seite ist er dran und jetzt müsste man ihn nur noch da einhaken. Also sehr, sehr simpel und schnell gemacht und kostet auch nur einen schmalen Taler. Gibt es alles bei Fishcandy und werdet ihr sicherlich sonst noch mal im Video sehen. Habe ich auch in verschiedenen Farben gesehen. Ich habe mich für die Farbe Silber entschieden. Und da kann sich jeder nach seinem Geschmack austoben. Und dann hatte ich hier noch den Caera von Jack All, also einen Frog. Auch hier zeige ich nochmal kurz die Farbe. Da habe ich richtig Bock drauf, diesen Sommer mal wieder auf Hecht zu gehen mit den Fröschen. Und zwar haben wir hier auch Blades. Hier hinten noch dran, der auch in den Ruhephasen dann nochmal ein bisschen für Aggression oder den Hecht aus der Reserve locken soll. Ganz simpel. Hecht beißt drauf. Und die Haken stehen frei. Und das gibt natürlich nochmal ein bisschen Verwirbelung beim Einholen mit diesen Blades. Und die Fransen, ja, die dienen natürlich auch nochmal als Reizpunkt. So. Dann habe ich noch mir ein Hoodie ausgesucht und das ist nicht mein einziger oder erster Hoodie von Fish Candy und ich kann sagen, die Qualität ist richtig geil. Das fühlt sich richtig schön an und jetzt könnt ihr nochmal gucken, was ich mir was hinten drauf steht. Ein richtig cooles Motiv. Netrig. Richtig hochwertig. Sieht richtig cool aus, fühlt sich cool an. Und ja, freue ich mich, den schon zu tragen. Vorne ist auch nochmal FC-Logo drauf. Und ja, dann gehen wir, befassen wir uns mal kurz mit den Chatterbaits. Und dann nehme ich mal kurz einen raus. Und Verpackung brauchen wir nicht mehr. Na, so. Könnt ihr noch mal ein bisschen besser sehen, betrachten. Und ich finde, diese Bladed Jigs hier finde ich so detailliert und cool gemacht. Also wenn man sich dir mal den Kopf anguckt, ne, mit dem Auge und hier auch noch hier hinten, wie detailreich hier auch das Schuppenkleid noch hinter dem Auge. Ein kleines Blättchen haben wir hier. Und ja, da freue ich mich schon sehr, das zu fischen. Und was wir auch hier nochmal haben, das ist anders als bei anderen oder den meisten Bladed Jigs. Hier haben wir so zwei Metallstangen. Und wenn ich jetzt hier, wenn wir einen Ast unten haben und beziehungsweise muss ich meinen Finger so halten, dann würden diese zwei Metallstäbe, die hier unten so ein bisschen rausragen, über den Ast gleiten und uns da ein bisschen vor dem Verhaken mit dem Haken oder sonstigen ja, Teilen des Köders hier irgendwie bewahren. Und ja, ich nehme mal einen Do-Life-Stick kurz raus aus der Verpackung und man kann ja schon mal ansetzen. Bis hierhin würde der Köder so gehen und ich werde mal gucken, dass ich den vielleicht hier so einsetze. Ich glaube, das wird schon lange reichen. Dann würde ich den mal kurz ein bisschen kappen. Und wenn ihr euch selber den Do-Life-Stick dann dafür holt, dann holt ihn gleich in 3-Inch und nicht 3,5-Inch. Dann passt das ein bisschen besser. So, ich habe den Trailer jetzt mal aufgezogen und ich finde, der Pintail ist nicht allzu lang. Wenn er zu lang ist, der Schwanz, dann verleiht das nur zu Fehlbissen, weil der Barsch nur hinten drauf beißt. Aber ich glaube, bei dieser Länge hier ist das super schnell eingesogen und dann haben wir auch gleich hier schon den Haken, der setzen kann. Und ja, ich finde, das sieht ganz gut aus. Ist mir gut gelungen und freue mich, die ersten Barsche damit zu fangen. Und
Was ich noch zu dem Chatterbait oder Bladed Jig selber sagen kann, neben diesen Metalldrähten, die halt auch nicht immer dabei sind, ist, dass der auch nicht so viele Fransen hat wie andere Chatterbaits. Also das mag ich ganz gerne, dass man selber nochmal den eigentlichen Trailer ein bisschen mehr sieht. Oftmals sind die so voller Fransen, dann, ja, weiß ich gar nicht, kann man auch dann komplett ohne Trailer fischen. Und wir haben hier vorne am Kopf sogar kürzere Fransen und hier hinten sind dann die Skirts dann auf jeden Fall ein bisschen länger. Ja, wenn euch das ja, Reize gegeben hat, auch einen zu holen, dann wünsche ich euch viel Spaß und wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Und ja, ich nehme euch auf jeden Fall mit ans Wasser und oder ihr guckt bei mir auf Instagram vorbei, da werde ich natürlich auch mal Fänge darstellen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.